Mahlzeit, hallo und herzlich willkommen zurück zu Final Fantasy Type Zero. Noch ein bisschen aufpassen. Wir sind hier im Nordnichter-Distrikt, glaube ich. Ja. Distrikt, nee, wir sind im Ostnichter. Wie habe ich denn jetzt diese Karte hier aufgerufen? Ist ja lustig. Was ist denn das da unten? Ach, das sind die Viecher, die sich da bewegen. Ja geil, das merke ich wieder gegen Ende des Spiels erst. Was? Wenn ich hier auf das Touchpad drücke, ist hier dann nochmal eine detailliertere Karte ab. Okay. Ja, was wollte ich sagen? Wir waren letzte Folge hier in der Ostnächter Provinz unterwegs und haben hier in der Station Jiva den Oberst Face bezwungen. Muss ich ja leider sagen. Ihn gibt es jetzt nicht mehr. Und für uns gibt es hier, glaube ich, auch nichts mehr weiter zu tun. Deswegen geht's zurück zur Akademie. Denn es ist Mission Day. Der Kampf zur Eroberung der militischen Hauptstadt hat begonnen, Kupo. Die Klasse Hero wurde in Bereitschaft versetzt. Also wartet in der Akademie, Kupo. Hä? Warten? Na ja, erstmal wieder umswitchen. Mein Ace wieder spielen, danke sehr. Alles ist weg, alles ist Visier. Ja, die Opfer dürfen nicht umsonst gewesen sein, Kupo. Bringt den Frieden zurück nach Oriens, Kupo. Dass nun wirklich Frieden sein wird, sehen wir dann. Auch wir haben viele Opfer zu verzeichnen. Als Überlebende ist es unsere Pflicht, diesen Krieg zu beenden. Wir können nicht sicher sein, dass die Militen nicht noch irgendwo einen Kristallmanipulator versteckt haben. Bleibt wachsam. Ich möchte die Klasse Zero im Kampf zur Seite stehen. Vielleicht verlasst euch für logistische Unterstützung auf meine Einheiten. Ich werde nie vergessen, was an jenem Tag im Wassermond passierte. Doch, vielleicht wirst du es irgendwann eh vergessen. Entschuldigung. Militis hat nicht nur Marshall Orstein, sondern auch Carter Washter an seiner Seite. Seid vorsichtig. Unsere letzte Mission. Überlasst die logistischen Unterstützung ganz uns. Ja, ihr macht das schon. Ich frage, redet es aber jetzt nicht mit jedem. Nicht so die Muße zu. Ich werde, wenn ich es noch schaffe, mal eben zum... The operation against the Imperial Capital is near complete. Ja. Anti-aircraft guns have been taken out and ground forces are moving in. Okay. Class 1 is currently airborne. Airport occupation commencing. Okay. Ich mache mir nochmal die Chocobo-Stellungen. Gucken, was unser Phantom-Chocobo so geboren hat. Streit, Streit, Aggressor, Streit, Phantom, 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 Streit. Sehr gut. Ein paar Phantoms dabei. Aber mal eine bunte Mischung hier. So. Okay. Wieder ein Ei gelegt. Und was... Was sagen denn die Options? Wir können ins Hauptquartier kommen, okay. Machen wir das. Machen wir das. Wir haben Kennungsmarken, glaube ich, gehabt, ne? Ja. Eine, ja, super. Heiltrank. Ist vielleicht irgendwann mal was Tolleres, außer ein Heiltrank. Das ist ja echt Wahnsinn. Jo, dann sag mal an Stabschef Hikato. Da seid ihr ja, endlich. Nicht, dass wir euch brauchen würden, um diesen Krieg für uns zu entscheiden. Natürlich brauchst du uns! Das Imperium ist so gut wie geschlagen. Bildet euch bloß nicht ein, ihr hättet hier das Sagen. Über den weiteren Verlauf entscheidet das Hohe Militär. Lasst euch von eurem Mokri in die Mission einweisen. Erweist euch wenigstens gegen Ende mal als etwas nützlich. Mag ihn nicht?
Ihr habt Befehl erhalten, euch nach Ingram zu begeben. Kupo, versammelt euch in Klassen 2 Klasse. Yo. Das ist so ein... Naja. Statt eure Zeit hier mit Reden zu verschwenden, solltet ihr lieber ausdrücken und euch endlich mal in Bürokrum einbringen. Endlich mal bei Alter. Hass! Sagst du dazu? Klaas Zero hat also die rote Finsternis gesichtet, vor allen Augenzeugen. Wie sie war so beschrieben. Ja, die rote Finsternis. Da war ja was. Achso, VP-Sortiment wurde. Oh, viel Stopp, glaube ich, ne? Ja, ich habe ein paar verdient. Was haben wir denn hier? Damatos Kartenblick, das ist alles schlechter, alles schlechter, alles schlechter. Ja, irgendwie. Naja, okay. Halt ja, ich wollte auch ein paar Tränke kommen. Wenn ich die mal wieder ausrüsten. Übertrank, ja, das wäre doch. Der wäre doch eigentlich besser, ne? Aber der kostet zu viel. Na komm, machen wir hier noch 3. Auf 25. Können wir die auch mal eben wieder ausrüsten. Supertrank. Einmal packen ist nämlich. Was war das? Auf jeden Fall ist es schon fast alle, was ich das letzte Mal immer hatte. Das war ja für die ganze Gruppe. Aber wenn man sowas auf der hohen Kante hat, dann ist das, glaube ich, ganz cool. So 100% für die Gruppenheilung. Erstmal schön 100.000 VP verdienen, damit man auf 99... Ja, weiß auch nicht. Ja, ich speichere nochmal. So. Los geht's. Hoffe ich. Da sind wir. Rede! Super. Nun bleibt nur noch Ingram Kupo. Militis hat über die Hälfte seiner Streitkräfte im Kampf bei Azur verloren und damit den Einmarsch der Rupoma-Truppen nichts mehr entgegenzusetzen. Der Widerstand in der militischen Hauptstadt ist jedoch ungebrochen und Straßenkämpfe führen zu hohen Verlusten auch auf unserer Seite. Klaas Zero erhält daher den Befehl, sich per Luftschiff nach Ingram zu begeben und unsere Truppen zu unterstützen. Die Eroberung Ingrams. Okay. In der nächsten Mission werdet ihr aus der Luft angreifen. Agieren wäre natürlich auch schön. Begebt euch zum Luftschiff, Doc. A nach B und B nach C. Der Stabschef nicht einfach mal sagen können, ja! We're on our way. Geht doch mal zum Luftschiff, Doc, und dann fliegt er mal hin und tut was Nützliches. Den Satz fand ich immer noch am geilsten. Den dicken Typi, der die ganze Zeit nur hinter seinem Schreibtisch sitzt oder vor seinem Schreibtisch steht oder weiß ich. Einfach nur dummes Zeug labert und ich heiße meine Fresse. Machina? Ram. Machina, are you okay? What are you doing out here by yourself? I was remembering old times. From back at the village? Yeah. And when I found you again, we joined Klaas Zero. And... Rem, why did you become a cadet? Huh? Because I want to be Agito. If I become Agito, I can say goodbye to the powerless Rem that couldn't save our village. It's strange. We're both here for the same reason. And yet... Hmm? I don't know anymore. I'm in Klaas Zero. But I don't belong here. Why would you say that? We're all in this together, helping each other. Helping each other? No. We're not helping each other. I've always been the only one who's needed help. Machina. But it's different now. Now, I can protect you. I've said goodbye to the old Machina, the one who was all talk. You don't have to worry anymore. Machina, if there's something bothering you, you can tell me, or anyone in Klaas Zero. You should go back. The wind's picking up. Machina. Ah.
Unglaublich. Er hat die Gruppe verlassen. Wollte gerade sagen, lass doch endlich mal die Bombe platzen! Dass du ein Lessie geworden bist. Wir stehen kurz vor der Mission und ich kann Makina nirgends finden. Ja, war klar. Ich habe das Gefühl, wir hätten uns voneinander entfernt. Was ist denn nur los? Naja, wenn Makina gleich wieder auftaucht, bei der nächsten Sequenz als Lessie, dann... Ja, weiß ich Bescheid. Elitische Basis bei Ingram. Just as I had feared, that last defeat has driven us to the edge. Are we finally ready for some frickin' action, General? Can you at least try to make an effort to fix your vulgar speech? Nah, I was frickin' born with it. Ain't no fixin' it. How arbitrary. The Dominion forces are closing in. If you want to go back, you may. Nothing doing. What? Look, you took me in and let me be your minion. I may be vulgar, but I'm no frickin' ingrate. My minion? When did this happen? This place will turn into a battlefield. Go back to the Dominion. You just frickin' said I could do what I wanted, General. So, I'll frickin' do what I want. Such folly. I said. The Militas of your frickin' dreams is still yet to come, am I right? Hmm? Well, that's what those frickers behind you are saying. General! I just did a major tune-up on your MA. It can fly to the ends of the world! You'd look pretty bad dying in this beauty, sir. Yeah! Don't you even think about going out in some blaze of glory, you motherfricker! Come back and be all superior-like, like you always do! Such folly. Do you not know what they call me? I am... Kator the Unscathed! White Thunder, ready for launch! Okay. Hat sich Arya jetzt abgewandt von uns? Beziehungsweise, ja, sie kann ja machen, was sie will. Ist ja noch ein Kind. Ja, ich speichere nochmal. Ja. Gut, würde sagen, wir fangen an. Zur nächsten Mission werden wir in Ingram aus der Luft angreifen. Seid ihr bereit? Ich folge diesem Video halt über die Hälfte seiner Schrecken mit dem Kampf vorbei. Also, ja, hab ich vorgelesen. Okay, dann Eroberung Ingrams. Feuer frei. Geht an Bord, Class Zero. So, wir nehmen alle mit, außer Makina natürlich. Nein. Na komm. So. Peter sei Peter. We have arrived at the White Fortress 2 minutes ahead of ETA. Begin drop. Ist die Landung eigentlich? Ihr seid noch nicht mal aufgestiegen. Victory is within our grasp. Enemy Magitek armor detected. It's Kator. Class Zero. Engage at once. Okay. Wollen wir mal versuchen, ob wir ihn aufhalten können. Kator, Bastard. Irgendwie mag ich ihn ja auch, ich weiß auch nicht. Is this a reprisal as well? To think I'd run into you all so soon! Class Zero. Der General Kratos. Versuchen wir mal. Mann, ist sehr schnell. White Stronghold destroyed, as well. Jetzt kommt der M3 Schnaps, wir stehen unter unserer Besatzung. 80% schon, der Sieg ist zum gleichen nah. What are you aiming at? Oh, ihr habt gesessen. Ja, das war's.
Sein Mech ist down. Mission complete. Kann ich ihn einsammeln? Kann ich nicht. Ich hab schon wieder nicht gelesen, was da stand. Schade eigentlich. 80% der Engrams sind schon besetzt. This is the first time we've bested him. This should put an end to the battle. Really? I was ready to drop. Erzähl doch nicht sowas. Forever ago. So schwer. Ist das jetzt dein Ernst? Das war die Mission? 45 Sekunden lang? Dein Ernst, Alter? Ah. Da kann er nicht, das ist, nee. Also jetzt, also, was, also, das ist, nee. The difference in momentum is too great. I must have overdone it a little. I need to get back to base. Hm? What? Stand da gerade Ultima? Emergency signal from the General's MA. It's an Ultima reading. Why is the General carrying an Ultima bomb? I'm not going down alone. It's over for Milites anyway. I'll take them all with me. What? Was it you? Did you put the Ultima... The signal. Ultima? Even an explosion from the smaller prototype in this vicinity. Take out the base, as well as the entire city, and maybe all of Milites. Damn it! Just a little further! It. But it should be enough. Suppose this is reprisal for always fighting on the front lines. Perhaps my one regret is... So, this is... truly a reprisal. Mann. Wir speichern. Da hat es jetzt Kator Basch da auch noch erwischt. Ach, gegen Ende wurden sie doch alle zu guten Kerlen. Oder so. Mit der Ultima Bombe, das war natürlich nur wegen so einem kleinen verkackten Beamten, der da sich dachte, leck mich am Arsch. Ja, geschafft, Kubo. Endlich ist Meditis besiegt. Kubo. Ich erinnere mich zwar nicht mehr, gegen wen ihr gekämpft habt, aber ihr habt alle gute Arbeit geleistet. Ja. Okay.
ausgezeichnete Arbeit. Meldet euch nun zurück in der Akademie und erstattet dort Bericht. Kann ich da jetzt rein? Tja, das war die Mission. Kurz und knackig, 45 Sekunden lang. Na gut, aber dafür etwas Story, die wir aufgearbeitet haben. Ich würde sagen, ach, wir gehen einfach mal in den Endscreen. Jo, da haben wir eine Mission gestartet. Eine recht fixe Mission, wohlbemerkt. Es ging eigentlich nur darum, Kator Bashtars Mech außer Gefecht zu setzen. Vorher hatten wir noch ein Gespräch mit Machina, der hat natürlich wieder den Schwanz eingezogen, ist schon wieder abgehauen. Der Typ hier, er lässt irgendwann hoffentlich mal die Bombe platzen, dass er der Lissi ist. Und apropos Bombe platzen, in Kator Bashtars Mech hatte ein komischer Idiot von Beamter von Militis eine Ultima-Bombe versteckt, um komplett Ingram hochzujagen. Hat aber leider nicht geklappt, denn der Kator Bashtar hat alle seine verfügbaren Mech-Kräfte noch benutzt und hat die Bombe in die Stratosphäre gebracht und dort ist sie dann explodiert und hat damit ziemlich viele Leben gerettet. War doch, denke ich, ein ganz netter Kerl. Mal schauen, was wir jetzt in der nächsten Mission oder in der nächsten Folge so noch alles zu tun haben. Vielleicht wieder ein paar Feldeinsätze. Sehen wir ja alles dann. Ich bedanke mich dafür, dass du wieder dabei gewesen bist und wir sehen uns dann in der nächsten Folge.